Moin Moin, Levelü, hier die Nachrichten aus unserer Region. Ich bin Tommy Kuhlmann. Herr Zwischenhorn, am 31. März endet das Winterfahrverbot auf den Zwischenhorner Meer. Der DLRG, der auch in den Startlöchern steigt, empfiehlt neben der Zulassungsplakette auch die Bergungsplakette für die Saison. Lastrup. Das Faultballturnier für die ganze Familie, der Opel Family Cup, geht in die zweite Saison. Der Automobilhersteller Opel und der Dortmunder Trainer Jürgen Klopp stellt damit die Familie in den Vordergrund. Der FC Lastrup organisiert das Turnier in der Bel Air Arena in Lastrup. Ossenbrügge, Angers. Das städtische Partnerschaftsbüro will ja inlohnen zu einer Bürgerreise nach Angers vom 8. zum 14. September. Angers ist nicht bloß Wien und Savoir-Vivre, sondern auch Kultur und eine Stadt im Grün. Fechte. Der bekannte Fernsehmoderator Ludke Abeln will ja am Freitag, den 28. März, im Metropoltheater Plattdütsche Geschichten vordrehen. In seinem Programm Wie han jo nix setzt er sich mit seiner Jugendtit ut nenne. Kloppenburg. Zum ersten Mal in Kloppenburg findet am 28. Juni der Christopher Street Day statt. Das gibt ein überparteiliches Organisationsteam und zivilgesellschaftliche Vereine bekannt. Kloppenburg. Kloppenburg dreht am Rad. Am Sonntag, den 30. März, dreht sich alles ums Rad in der Stadt. Und von Dattein bis 18 Uhr könnt die dörde Geschäfte bummeln. So, liebe Lü, das wären die Nachrichten. Heute auf Rad. Hallo liebe Zuschauer von Regio TV. Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute wieder zu unserer Sendung Art Club. Wir, das sind Thomas Kuhlmann und Birgit von der Wellen. Heute zu Gast haben wir den Thomas Nentwig. Hallo Thomas. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Thomas, wer bist du? Wo kommst du her? Ja, ich bin freischaffender Künstler, wohne fast seit meinem 14. Lebensjahr in Vechta und komme aber gebürtig aus Osnabrück. Thomas, du bist Künstler. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ich bin das Ritalin umgangen, denn wenn es das damals gegeben hätte und ich war ein ziemlicher Zappelphilipp, dann hätte man das wahrscheinlich eingesetzt. Vielleicht gab es das, wurde aber nicht eingesetzt. Mein Opa ist im Grunde genommen schuld. Der hat nämlich damals, da war ich so 6, da hat er mich immer zugucken lassen, wenn er gezeichnet hat. Hat also immer wunderbare Bleistiftzeichnungen gemacht und ich durfte aber nur zugucken. Wenn ich also ganz ruhig und still sitze und keine Fragen stelle. Das war auf der einen Seite für ihn gut, für mich aber natürlich, also es war spannend zuzugucken, aber für mich auch schwierig, den Mund zu halten. Hole ich heute alles nach. Das hat einfach auch dazu geführt, dass ich, weil ich ja keine Fragen stellen durfte, mir einfach seine Techniken abgeguckt habe. Das heißt, immer durch Beobachtungen geguckt habe, wie macht er das, und später, ist sehr früh gestorben, habe ich einfach Leuten zugeguckt, die malen konnten oder zeichnen konnten, und habe dann einfach mir immer überlegt, ja, wie entwickeln die so ein Bild, und habe mir die Techniken praktisch durch Abgucken angeeignet. Das heißt, du bist zur Schule gegangen, dann hast du dir wie jeder einen Beruf überlegt und hast du gesagt, jetzt werde ich Maler, Künstler. Oder wie war das? Nee, überhaupt nicht. Also für mich persönlich war das nie ein Wunsch, jetzt schon in der Richtung zu denken, oh, du bist jetzt Künstler oder sonst was. Dass ich malen konnte, war ein Hobby, war für mich okay, aber es war nichts, wo ich jetzt sagen würde, das war schon für mich immer klar, sondern da war schon abgefahren, so Schauspieler, mal Polizist, dann wollte ich Hubschrauberpilot werden, eigentlich so allen möglichen Kram, was man so im Kopf hat. Aber Künstler, das ist tatsächlich eher auf Umwegen dann dazu gekommen.
Auf Umwegen, was bedeutet das? Also hast du zuerst einen anderen Beruf erlernt und bist dann erst später dazu gekommen, Künstler zu werden. Mhm. Kannst du das jetzt noch ein bisschen genauer beschreiben? Ja, also tatsächlich ganz normaler Schulabschluss, Realschule, danach in die Lehre Maler und Lackierer, was aber auch für mich keinen wirklich künstlerischen Nährwert hatte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du musst ein bisschen auch mal so die ländliche Gegend verlassen, habe mich aufgemacht, habe 2 Jahre in Düsseldorf gelebt. Da war der Gedanke, eventuell Kunst zu studieren, schon mal da. Aha. Aber ursprünglich noch mehr der Gedanke, Bühnenmaler zu werden, weil ich große Flächen liebe. Zu dem Zeitpunkt gab es das aber noch nicht als Studiumgang oder sonst irgendwie was, sondern ich bin einfach nach Düsseldorf gegangen, so ins Blaue, und habe geguckt und bin dann mehr in die Dekoration gegangen. So, und von da aus habe ich eigentlich gejobbt, alles Mögliche ausprobiert, was dann auch sehr weit wegging nachher von der Kreativität. Ja. Und von daher... Und dann bist du aber wieder zurück in deinen jetzigen Heimatort gekommen. Genau. Und zwar damals ist meine damalige Frau mit unserer Tochter schwanger gewesen. Und dann wollten wir zurück hier in den Heimatort. Und hier war es also nicht möglich, so schnell einen Job zu kriegen. Und ich hatte viel Zeit. Und aus dieser Zeit habe ich mir dann eben halt mein Hobby wieder zur Brust genommen, habe wieder angefangen zu malen und habe in einer... spontan Idee bin ich in Vechta die große Straße rauf und runter gelaufen zur Weihnachtszeit und habe in jedem Geschäft gefragt, ob die wohl ein Werk mit in die Weihnachtsdeko stellen würden. Und das war, ohne dass ich das wirklich bewusst als Startschuss gesehen habe, aber das war meine allererste Ausstellung. Und auf die Resonanz folgte dann praktisch jeder weitere Schritt. Und ich habe einfach, ich sag mal, nicht gezielt gesagt, das für immer, sondern ich habe einfach nicht aufgehört. Also in der Richtung. Und wie alt warst du da so ungefähr? Das ist jetzt 17 Jahre her, also vor 17 Jahren war praktisch diese Ausstellungsgeschichte, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, und seit 17 Jahren bin ich freischaffender bildender Künstler. Ah ja. Du malst ja jetzt nicht nur wie dein Großvater mit Bleistift oder anderen Dingen, sondern richtig mit Farben. Mhm. Mit welchen Farben? Es gibt ja unheimlich viele Acrylfarben, Ölfarben. Wachsfarben, ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber womit malst du denn? Ausprobiert habe ich tatsächlich wirklich alles mal, um einfach für mich auch rauszufinden, was macht Spaß, was liegt mir. Und in meiner Malerei hat sich aber die Acrylfarbe durchgesetzt, weil sie mehrere Vorteile für mich hat. Sie trocknet relativ schnell, ist, solange sie noch flüssig ist, eben halt auch wasserverdünnbar und erst wenn sie getrocknet ist, wasserabweisend. So, und damit konnte ich viel experimentieren. Thomas, du hast eben deinen Opa erwähnt, wie er schon bezeichnet hat und wo du zugeschaut hast und dir vieles abgeguckt hast. Du hast heute dafür extra noch was mitgebracht. Was ich mitgebracht habe, sind sind 2 Zeichnungen aus der Sammlung, die jetzt noch bei meinem Vater liegen im Archiv. Und zwar sind das die sogenannten 2 wichtigsten Motive, die er immer wieder verarbeitet hat. Das ist zum einen hier, das muss ich vielleicht auch mal für die Zuschauer zeigen. Das ist eine Kriegsszene, weil er ja eben halt auch im Krieg war und dementsprechend vieles im Nachgang, sage ich mal, auf diese Art und Weise nochmal verarbeitet hat. Und weil er im Schwarzwald zum Schluss gewohnt hat und sehr viel wandern gegangen ist, hat er eben halt auch unheimlich gerne Landschaftsbilder, Berge und dergleichen gemalt. Das Interessante an der Geschichte ist, dass mein Opa das Kürzel TN auf seinen Unterschriften benutzt hat. Sind ja auch meine Kürzel. Er hieß Anton Nentwich und wurde immer Toni oder Tonla genannt. Und dementsprechend habe ich, sage ich mal, in etwas Ehrfurcht daran, am Anfang meiner ersten Kinderzeichnung auch immer das TN benutzt, habe aber nachher eben halt dann angefangen zu signieren mit Nentwich. Heute, und das wäre das Interessante auch noch daran, wäre er in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und dementsprechend, sage ich mal, ist das für mich eine besondere Ehre, denn letztendlich eine gewisse Begabung hat man sicherlich mitgekriegt, aber ich habe mir da eine Menge abschauen können und das war garantiert für mich ein Geschenk, ja, das erleben zu dürfen. Ja. Oder ist das ja alles grau und weiß?
ganz toll, dass man überhaupt solche Sachen so malen kann, so filigran, ja. So, dass das so plastisch wirkt. Du machst das ein bisschen anders. Ja. Haben wir hier stimmt. Hinter uns stehen. Erklär uns doch mal ein bisschen was dazu. Ja, also wenn man meine Bilder sieht, dann fällt sicherlich erstmal auf, dass ich kräftige Farben mag. Also auf jeden Fall muss es immer schön bunt sein. In wenigen Fällen mache ich auch mal Schwarz-Weiß-Bilder oder auch Zeichnungen, aber wie gesagt, am liebsten in Farbe. Und hauptsächlich in den meisten oder bei den meisten Werken benutze ich keine Pinsel, sondern ich benutze sogenannte Japan-Spachteln, die man auch im Baumarkt zum Spachteln von Löchern in der Wand benutzt, weil ich damit eine Technik entwickelt habe, tatsächlich unheimlich bestimmte Kurven oder Symbole darzustellen. Das ist für mich einfach etwas Besonderes. Oder, wie in dem Falle jetzt, in dem Werk, da sieht man die Striche, die sind eben halt auch nicht mit dem Pinsel gezeichnet, sondern aus der Farbtube heraus mit der ganzen Farbflasche gemalt. Aber die Spachteln, die sind doch so breit? Die sind so breit. Ich bewege die halt so, dass ich die schmalen, aber wenn ich einen Spachtel natürlich anders halte, dann habe ich auch einen ganz schmalen Strich. Das heißt, also ich kann dann, wenn man das hier einfach mal sieht, sowas zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Werk, das ist komplett mit Spachtel gemalt. Und, also bis auf die Unterschrift, die Signierung, die habe ich natürlich mit dem Pinsel gemacht. Und was mir dann zu hart ist, da gehe ich dann praktisch mit den Fingern und der Hand rein. Da wische ich dann noch ein bisschen nach oder so. Der Rest ist also komplett wirklich mit Spachtel gemalt. Das ist ja toll. Jetzt erzähl uns doch mal. Yep. Du bist jetzt also schon seit Kindesbeinen mit der Malerei konfrontiert worden, bist seit 17 Jahren selbstständiger Musiker. Nein. Entschuldigung, selbst. Wer aber selbstständiger was? Maler, Entschuldigung. Woher nimmst du deine Motivation, immer weiterzumachen? Oder ist es auch schon mal vorgekommen, dass du sagst, oh, ich möchte am liebsten den Kopf in den Sand stecken? Woher nimmst du deine Motivation? Ich habe Gott sei Dank noch nie die Situation gehabt, wie beim Autor, der vorm leeren Blatt Papier saß und eine Schreibblockade hat. Also eine Malblockade gab es bei mir wirklich noch nie. Nicht mal bei 2008 Meter Weltrekordbild. Selbst das, da hätte ich also noch tausende von Bildern dranhängen können. Das kenne ich so nicht. Ich behaupte auch ein bisschen, dass wenn ich mich auf die Malerei einlasse, das heißt also wirklich so für mich im Atelier sitze und das sehr, sehr oft auch nachts, das ist einfach so meine Lieblingsmahlzeit, dass ich dann so weit abschalten kann, dass ich praktisch die Farbe nur als Ausdruck, also nur so fließen lasse. Ich denke mir nicht jedes Mal, das Werk soll jetzt so und so aussehen oder das soll das und das Ergebnis sein, sondern wenn ich wirklich für mich male, also die Bilder, die jetzt, sage ich mal, nicht irgendwo als Auftrag entstehen, sondern nachher irgendwo in einer Ausstellung, dann sind das wirklich Werke, von denen ich praktisch spontan, inspirativ zu irgendeiner Farbe greife und das entstehen lasse. Das ist wie eine Komposition. Also wenn du als Musiker sagst, ne, ich brauche jetzt da noch irgendwie ein paar Klänge und ich probiere da noch mal was aus und da noch mal irgendwie ein paar Noten zu, und so ähnlich ist das eben halt auch. Also ich experimentiere da und es kann also auch sein, dass sich unter manchen Bildern fünf andere befinden. Das ist aber nicht so, dass ich die dann nach ein paar Monaten wieder nehme und übermale, sondern das entsteht in der Malphase. Das heißt, ich habe ein fertiges Bild und drei Striche zu viel oder mit dem Spachtel drüber gezogen, sage ich schon wieder, oh, das ist es jetzt dann doch nicht mehr. Und dann geht eben die nächste Phase los und dann kann ein völlig neues Bild entstehen. Und das ist dann also auch wirklich erstmal etwas für mich, also das Werk, so das Gefühl, das mache ich erstmal für mich. Und es ist mir dann auch völlig egal, was gerade in Mode ist, welche Farben gerade aktuell sind und wer gerne welche Motive sonst gerne irgendwo sehen würde, sondern das mache ich wirklich für mich. Und erst dann, wenn es für mich das Atelier dann verlässt und praktisch als mein Kind ja in die Weltgeschichte rausgeht, dann ja kann es jemanden finden oder wie mal jemand gesagt hat, der ein Bild von mir erworben hat, du hast mein Werk gemalt.
So, das heißt also, ich weiß manchmal nicht, ob das Werk den neuen Besitzer findet oder umgekehrt oder was weiß ich so, aber das gehört eben halt auch dazu, sich von den Bildern zu lösen, um neue zu malen. Und eine Motivationsbremse oder sowas gab es nicht. Aber was, wo ich dich manchmal ein bisschen beneide, wenn du ein Bild verkaufst, dann weißt du, es ist noch da. Dann kannst du dir das noch angucken. Es ist einfach, es bleibt. Mhm. Ja. Wenn wir ein Lied trällern oder spielen, ist es weg. Es ist da und es sind Sekunden und Momente und dann ist es wieder weg. Gut, wenn ihr es digitalisiert, könnt ihr es ins Netz stellen und man kann es sich nochmal anhören. Ja, so gesehen. Aber das ist schon ein Unterschied. Ne? Du hast vorhin erzählt, du hast einen Weltrekord aufgestellt. Mhm. Bestimmt nicht im Bilder weit werfen oder so. Ne? Nein. Erzähl mal. Nein, also ich habe damals für meinen Verein Kunst Hilf Jugend e.V. überlegt, wie kann ich ein bisschen mehr auf den Verein aufmerksam machen? Wie kann ich es schaffen, Kinder und Jugendliche ein bisschen die Talentkraft beizubringen? Und abgesehen von der Liebe zur Kunst, habe ich gedacht, musst du noch irgendetwas Spektakuläres machen. Und dann ist mir eine alte Idee wieder eingefallen, die ich schon ein paar Jahre vorher zum Millennium hatte eigentlich. Da wollte ich damals 2001 Leinwandwerk malen. Jetzt waren mittlerweile ein paar Jahre später, aber 2007. Und da habe ich gedacht, na, sind ja nur ein paar Meter mehr oder ein paar Leinwände mehr. Und wollte tatsächlich erst ursprünglich, wie gesagt, 2008 einzelne Leinwände malen in einem Jahr. Als ich das aber angemeldet habe in London bei Guinness Weltrekord, musste ich oder haben die mir gesagt, ja, das können wir schlecht kontrollieren, wenn du ein Jahr malst und stellst dann vielleicht noch alte Werke mit dazu. Aber du kannst einen vorhandenen Weltrekord aus Österreich eines Künstlers schlagen, der in 9 Monaten 200 Meter gemalt hat. Und wenn wir dir die Maße geben und du uns den Zeitpunkt sagst oder was, würden wir das anerkennen. Also das würde zu einer Urkunde führen. Und dann habe ich gedacht, na gut, also die habe ich mir die Eckdaten angeguckt und der hat 1,56 Meter Breite gehabt, 900 Meter lang. Und dann habe ich gesagt, 200 Meter lang in 9 Monaten so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du die Zahlen vorher, die du dir ausgemalt hattest, nämlich 2008 Meter und machst es ein bisschen breiter, nämlich 1,60 breit und habe ein Jahr lang gemalt. Das klingt jetzt alles so klein, wenn du das erzählst, 1,65 Meter, das bin ich so in der Länge. Das 200 Mal, das ist schon eine ganz schöne Menge. Ne? Es hat dazu gereicht, dass wir in der Innenstadt von Vechta das 2-mal um den Stadtkern gewickelt haben bei der Präsentation. Ja, Thomas, jetzt haben wir doch schon eine ganze Menge über Kunst und deine Aktivitäten gesprochen. Jetzt ist es so hier beim Art Club, dass jeder Künstler, der eingeladen wird, auch was machen muss. Okay. Was möchtest du denn machen? Ich habe mir überlegt, normalerweise sitze ich an meinen Werken ein paar Stunden und das will ich euch jetzt nicht zumuten, da jetzt stundenlang oder eine ganze Nacht mit mir zu verbringen, um dabei zuzugucken. Deswegen habe ich überlegt, ich mache aus Birgit in der Zwischenzeit, während du vielleicht ein Lied für uns singst, mache ich ein Kunstwerk. Würde ich sie also schminken, ich habe ein paar Farben mit oder so und würde in der Zeit ein schönes abstraktes Kunstwerk aus ihr machen. Ja, wunderbar. Ich singe dann Grandfather and Son. Ja, perfekt. Nicht, bezüglich deiner Bilder, die du mitgebracht hast. In Erinnerung an meinen lieben Opa. Sehr schön. Genau, das mache ich dann. Okay. Also Thomas, ich fange jetzt an. Und wenn ich fertig bin mit dem Lied, dann bist du fertig mit der Maske. Alles klar. Okay? So machen wir das. Alles klar. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, it's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, and you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
try to explain. When I do, it turns away. Again, it's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away. It's not the time to make a change. Just relax, take it easy. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I'm old, but I'm happy. All the time that I cried, keeping all the things that I knew inside is hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's simply no, not me. But there's a way, and I know that I have to go away. I know I have. I have to go away. Herr Kapellmeister, ich danke. Lass die Augen offen. Ja, super. Kannst du noch was sehen? Ja, das ist jetzt gemein. Ihr seht mich alle. Ja. Und ich weiß gar nicht, was jetzt hier passiert. Eigentlich hat sich nicht viel verändert. Aber es war ein schönes Gefühl. So. Unterstreich deinen Typ. Ja, danke. Wunderbar. Ja, so schnell geht das. Typveränderung. Ja. Thomas nennt mich. Jetzt darfst du dich natürlich, sagen wir mal, ein paar Monate nicht waschen. Genau. Du, das kommt mir sehr entgegen. Ja, gut, alles klar. So, jetzt haben sich alle richtig gefreut, dass ich hier den Rest der Sendung so weiter moderieren darf. Aber ich gehe sogar nach Hause. Okay. Und mal sehen, ob es ein paar Wochen hält. Ich habe aber gemerkt, dass so ein Musikstück ist verdammt kurz. Also normalerweise habe ich da ein bisschen mehr Zeit für. Aber gut, das hat funktioniert. Aber Dankeschön. Bitte, bitte. Toll, jetzt wissen wir auch, dass du wirklich was kannst und uns nicht irgendetwas mitgemacht hast. Ja, ich kann zumindest ein Gesicht anmalen. Ja. Dankeschön. Thomas. Ja. Jetzt haben wir über deine Kunst gesprochen, jetzt hast du gezeigt, dass du was kannst. Was hast du denn jetzt in Zukunft vor? Ja, da müsste ich nochmal ausholen in die jüngste Vergangenheit, denn ich habe gerade mit einer Filmproduzentenpartnerin einen Kurzfilm gedreht. Und da heißt Zweite Winter, das sind 99 Sekunden, haben wir an so einem Wettbewerb teilgenommen. Das ist aber eigentlich nur ein Test gewesen, denn wir haben diese Geschichte deswegen getestet, weil wir einen gemeinnützigen Film drehen wollen, einen Spielfilm in praktisch der gesamten Region hier, wollen wir halt mit Laienschauspielern zusammenarbeiten, das heißt also Darstellern, die sowas noch nicht gemacht haben oder einfach mal Lust dazu haben, wirklich so... Jeder, der mal in so einen Bereich reinschnuppern will, aber trotzdem auf professioneller Ebene. Nur, dass es eben halt keine Gage in dem Sinne gibt, sondern das Ganze soll produziert werden in den nächsten zwei Jahren. Das ist ja schon also eine langfristige Geschichte, die da geplant ist. Ein größeres Projekt. Ja, genau. Mhm. Und bei dem Film, den wir hier jetzt auch sehen, haben wir einfach mal ausprobiert. Wir sind nach Goldenstedt auf den Sonnenhof gefahren und haben die
quasi die Familie überrascht, mal spontan gefragt, weil da die nicht involviert waren vorher, war das ein guter Test. Und da haben wir selbst zwei Pferde mit einbauen können in diese ganze Geschichte. Zwei Kinder, zwei Pferde, ein Ehepaar, das hat also super geklappt. Und da wir gemerkt haben, okay, wenn wir das an einem Tag, ist also an einem Tag abgedreht und es fiel auch noch dummerweise an dem Tag Schnee, wenn wir das alles mit diesen Umständen oder so improvisieren können, dann können wir uns an das Projekt jetzt auch antrauen. Allerdings habe ich, was das angeht, schon mehrere Projekte gemacht, dementsprechend also bin ich da nicht ganz unbedarft. Ja, jetzt willst du ja verschiedene Laiendarsteller mit in diesen Film einbauen. Wo müssen die sich denn, an wen müssen die sich denn wenden? Wo sollen die sich denn, wen sollen sie anrufen? Wie soll das funktionieren? Ja, also ich habe da eine Kontakt-Homepage erstellt, die können wir ja vielleicht hier einfach mal so einblenden. Das ist unter www.alles-im-film.de. Und ich denke, da ist zum einen die Kontaktadressen mit drin, also da kann man eine E-Mail schreiben. Es wäre schön, wenn, sage ich mal, die Hürden, die man ja im Kopf hat, dass man sagt, boah, das kann ich nicht nur professionell hin und her. Also wir werden natürlich casten, wir werden die Leute informieren, aber sie können jetzt einfach schon mal ein bisschen was über sich erzählen, was sie machen wollen, vielleicht ein, zwei Fotos schon mal in Action von ihren Hobbys oder sonst was, wo sie da zu sehen sind, mitmailen. Und dann werden wir dazu aufrufen, wenn es dann soweit ist oder so, Casting zu machen im ganzen Landkreis. Und geplant ist, und das ist, glaube ich, das Interessante an dem Film, es gibt schon ein grobes Drehbuch, aber wir wollen dann mit denen, die sich da praktisch bewerben, die Lust haben. Und das kann von der schwangeren Mutti sein oder was weiß ich, das kann ein Rentner sein, Kleinkinder. Ich kann mir auch vorstellen, gerne auch mit oder ohne Behinderung, in jeglicher Hautfarbe, wer auch immer Lust hat. Also da machen wir keinen Unterschied. Es geht einfach wirklich nur darum, dass wir gucken, was können wir mit diesem bunten Haufen anfangen? Und dann möchte ich also speziell oder in die Tiefe des Drehbuchs dann das auch ein bisschen auf den Leib schreiben. So, das heißt, es wird also ein Film, der sich im Laufe der ganzen Geschichte entwickelt auch, mit einer Grundstory, die ich jetzt aber noch nicht sagen möchte, damit nicht jemand schon mit Kopfkino rumläuft, sondern einfach, das sehen wir dann, wenn so Probe-Castings machen. Und dann soll es halt so sein, dass der zwar gerne im Kino oder Fernsehen mal ausgestrahlt werden kann, aber dafür nicht produziert wird. Zwar in der hohen Qualität, aber in erster Linie soll der in hoher Qualität ins frei zugänglich ins Internet gestellt werden, so dass ihn also praktisch jeder sehen kann. Und dadurch wird er im Grunde genommen auch finanziert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weit ab von der Malerei. Bleibst du dir trotzdem noch treu oder ist das jetzt... Das klingt vielleicht auf den ersten Blick nur so, weil ich bin also jemand, der unheimlich gerne liebt, Dinge zu vernetzen und auszuprobieren. Erst einmal gibt es viele Künstler, die, sage ich mal, von ihren künstlerischen Filmen zumindest mitgewirkt haben oder kreiert haben. Zum anderen ist tatsächlich geplant eine kleine Szene, die ich in dem Film spielen werde. Also, und da werde ich also auch mich selber spielen. Also ich werde jetzt nicht in irgendeine Rolle schlüpfen, sondern ich werde tatsächlich den Künstler dann auch spielen. Wenn also in Zukunft das erfolgreich werden sollte, das Konzept oder so, und es mehrere Filme entstehen, wird es eine Art Running Gag, wo ich also immer wieder in irgendeiner, vielleicht noch nicht mal zusammenhängend zum Film, eine Szene als Künstler, der da irgendwo seinen Gastauftritt hat. Also und, was ganz, ganz wichtig ist, es hat eine Anbindung, immer eine Anbindung zu dem kreativen Schaffen, was ich mache. Das heißt, meine Malerei wird weiterhin stattfinden. Ich werde nicht jeden Tag irgendwo drehen oder sonst was, sondern es ist, wie gesagt, ein Langzeitprojekt, was jetzt erstmal mindestens 2 Jahre angesetzt ist, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Also da soll nichts unter Druck passieren, sondern wirklich, das soll entstehen. Und was mir bei der Geschichte auch ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen natürlich für Technik, Equipment und solche Geschichten und auch mal, um außerhalb drehen zu können, sicherlich auch die wichtigen Unterstützer und Gelder. An dieser Stelle auch gerne jeder, der jetzt solche Ohren gekriegt hat und sagt, Mensch, das könnte ich doch mal fördern bei dieser Geschichte oder so, gerne auch eine E-Mail an mich senden. Auf der anderen Seite möchte ich auf jeden Fall auch, dass die Geschichte oder also dieses Projekt, dass sie etwas Positives bewirkt. Und ich möchte für ein Projekt, was über Kunst hilft Jugend läuft, nämlich das nennt sich Kunstspuren,
da sollen praktisch alles, was also zusätzlich erwirtschaftet wird dadurch, weil das soll ja gemeinnützig sein und dementsprechend soll kein Geld in dem Sinne angehäuft werden, was also überbleibt, soll an Kunstspuren gehen. Das ist ein Projekt, wo wir mit oder für und mit leukämiekranken Kindern einen Tag ein Kunstprojekt immer realisieren. Das heißt, ich fahre dahin, ich mache mit denen was oder was weiß ich, mit der Familie im engsten Kreis, Freunde oder irgendwie was in der Richtung. Und da alle Umkosten von uns dann gedeckt werden und denen keinerlei Kosten entsteht oder was weiß ich, kann also da alles zu 100% reinfließen. Thomas, du hast jetzt was über deine künstlerischen Tätigkeiten erzählt, du bist aktiv geworden, du hast über deine Pläne und Zukunftsvisionen gesprochen. Jetzt sind wir hier ja im Art Club bei Regio TV. Jetzt müssten wir eigentlich zum Schluss noch ein Liedchen zusammen singen. Oh, oh, oh. Das heißt, heute ohne Jim Beam? Genau. So Freischnauze sozusagen? Einfach Freischnauze, genau. Okay. Was fällt dir denn da ein? Also ich sage nur, ich habe eine Lederjacke an. Okay. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal ein bisschen in das rumänische Volk über. Ja. Zieh die Jacke aus, so kommst du hier nicht rein. Für so ein Ledertyp ist diese Bar zu fein. Wie oft hab ich das schon gehört? Nur weil ich nicht froh lauf, aus dem Ei gepellt. Oh, steht das geschrieben? Wer nimmt sich das Recht, so zu reden? Wer will mir verbieten, so zu sein, wie ich bin und wie ich bin? Doch ich frage mich, was sind das für Leute, die nur stumm da stehen, gestern so wie heute? Erst der Anzug, dann Haut. Ich bin froh, ich hab euch längst durchschaut. Wo steht das geschrieben? Wer nimmt sich das Recht, so zu reden? So zu sein, wie ich bin, die anderen tun's doch auch. Woo! Tommy Kuhlmann! Yeah! Und so das nennt mich! Ja, meine Damen und Herren, Thomas Nentwich, wir freuen uns, dass du da warst. Ja, vielen Dank. War sehr schön, hat Spaß gemacht. Wir haben viel erfahren von dir, auch das, was deine Zukunftspläne sind. Wir haben da eine schöne große Tafel, da haben sich schon viele, haben ihr Autogramm gegeben. Du darfst es heute malen. Okay, dann mache ich es wertvoll, dann steigst du genau. Auch. Ja, okay. Da bitten wir dich gleich drum. Wir verabschieden uns jetzt, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.